top there onto the group. That's it. That's good. Fine, that's perfect. Thank you very much. It's like a small girl. Komm, Carlos, stell dich doch dazu. Nein, 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 lass mich da raus. Aber nachher macht doch ein paar anständige Fotos für den Aushang auf unsere Rechnung. Bin bei Kogler. Can we continue now, please? Give us a smile too, darling. That's it, right? No, that's better. Well, that's good. Shall we now move on to the letter, fellows? Come on. And the lady. Come on, girls. If you'll just please go round the top of the letter, that's fine. That's right. That's fine. Oh, Sekt. Sie müssen ja ein paar gute Monate gehabt haben, Herr Kohler. Ja, Hamburg war gut. Amsterdam war besser, aber dafür haben wir es hier in London ein bisschen schwerer. Aber Sie wissen ja, die Hauptsaison für Zirkus ist hier eben der Winter, aber das kommt schon in Ordnung. Übrigens, Sie kriegen was Besseres als Sekt. Hier, das ist das Gute. Porterbier. Genau, Porter mit Sekt. Eine glänzende Sache, aber nur für alte Freunde wie Sie, Jakobsen. Und für unseren alten Freund Carlo. Ja, Jaco, jetzt kann ich dich erst mal richtig begrüßen. Das ging vorhin so schnell, ne? Hallo. Habe gar nicht gewusst, dass du da bist. Ja, ja, ich bin mit der 18 Uhr Maschine gekommen. Aus Frankfurt? Nein, nein, aus Wien. Ich habe den Udo Hafner mitgebracht. Der soll doch die Liste geben, wenn er ein bisschen wieder gesund ist. Der ist großartig. Dann haben wir jetzt wieder eine richtige Raubtiernummer. Wie hat dir die Vorstellung gefallen? Also großartig. Ich habe eben schon Kogler schon gesagt. Also ganz prima. Ich habe wirklich seit Jahren nicht ein solches Programm gesehen. Und Nina als Clown? Das ist ja ganz grandios. Also ich muss sagen, das war die größte Überraschung. Für uns auch, Jakobsen. Das hätte doch niemand in dem Mädel vermutet. Ja, aber was ist denn eigentlich mit Vladi? Na ja, der kann natürlich nicht mehr arbeiten. Das ist aus. Schach. Wenn du willst, kannst du diesen Zug zurücknehmen. Warum soll ich nehmen zurück? Wenn du deinen Springer stehen lässt, mache ich so oder so und dann? Dann ist Pferdchen in der Patsche, das sehe ich, also kein Schach. Ja, ja. Ihr spielt immer noch. Wir spielen nicht immer noch, wir spielen schon wieder. Vladi hat zweimal gewonnen. Ja. Und eben hätte es ein Remis ergeben können, wenn ihr nicht gestört hättet. Ja, Helmut kämpft wie ein Löwe. Aber jetzt, Löwe muss ins Bett. Und du musst auch schlafen. Du weißt, was der Doktor in Amsterdam gesagt hat. Ich weiß, was Arzt gesagt hat. Wenig essen, wenig trinken, wenig Aufregung. Und was machst du? Du regst mich auf. Also bitte, lass mich noch eine Viertelstunde spielen, ja? Helmut, bitte. Ich komme ja morgen wieder, Fladi. Und ich weiß auch schon, wie ich eröffnen werde. Du kannst dich auf was gefasst machen. Wie war die Vorstellung? Ach, schade, dass du Nina nicht gesehen hast. Ich sage dir, die Leute haben geschrien vor Lachen. Ja. Und Kogler war zufrieden? Na. Ja. Ist auch eine gute Nummer, was ich aufgestellt habe. Ich glaube, das war im Jahr 1937. Ich war hier engagiert in Zirkus Williams und Leute haben so über mich gelacht. Und da war eine Dame, was hat das Baby erwartet? Und die hat vor Lachen geschrien, das Baby ist zu bald zur Welt gekommen. Ja, alle Zeitungen waren voll davon, haben geschrieben, Clown hat Baby zu bald zur Welt gebracht. Ja, Vlad, ja, wie jetzt schlaf schön. Gute Nacht, Nina. Ihr wollt schlafen gehen? In London? Man geht nicht schlafen. In London musst ihr etwas zeigen. So hoch. Ja, vielleicht morgen, Papa. Wir sind heute müde. Ich hab hier nada gespart. Das ist eine Jugend heute. Wie ich so jung war wie ihr. Wir haben 3 Stunden Schlaf auch genügt. In der Woche. Sie kommen doch mit, Herr Kogler, hä? Nee, Kinder, zwitschert mal alleine los. Außerdem, ich habe noch zu tun. Och, Herr Kogler. Horn kommt gleich mit einem Haufen Arbeit rüber. Und ehrlich gesagt, ich bin auch etwas müde. Also gehen wir beiden Alten alleine los. Wo willst du denn hin mit mir? Aber seien Sie vorsichtig, Jakobsen. Carlo hat Beziehungen zur Londoner Unterwelt. Er wird Sie in eine LSD-Höhle schleppen. Und wenn Sie morgen früh aufwachen, haben Sie keine Brieftasche mehr. Dafür sind Sie dann verlobt. Oder am Messerstich im Rücken. Keine Sorge. Hier, gleich um die Ecke, ein italienischer Laden. Da gibt es einen Rotwein, sage ich dir, der spricht alle Sprachen. Albertini.
Woher weißt du das? Na, also ihr Zirkusleute seid ja wirklich komische Menschen. In London geht er allmählich zu Albertini. Wahrscheinlich trinkt er dann in Rom Whisky. Ja. Chef, die Tonga spielen verrückt. Wieso? Keine Ahnung. Die schlagen ihre Garderobe kurz und klein. Weiß der Teufel, was in die gefahren ist. Ist Rocco denn nicht da? Na, eben nicht. Mich haben sie rausgeschmissen. Die schlagen mir glatt den Schädel ein. Ich komme. Entschuldigt mich. Basta, ho detto! Basta, ho detto! Sapete, vedi dove siamo? Rocco! Was war hier los? Alles okay, Chef. Nur du mit Kindereien. Kindereien? Innerhalb von 5 Minuten ist der Laden hier wieder in Ordnung. Wenn es nochmal passiert, dann könnt ihr die Koffer packen. Der Schaden wird doch selbstverständlich von der Gage abgezogen. Okay, Chef, wird abgezogen. Ja, wird abgezogen! Seid wohl verrückt geworden! Spero che voi abbiate capito quello che ha detto il direttore Cogler. Pulire questo maledetto vagone! Quello che è rotto verrà entrato al vostro stipendio! Rocco, devo darti qualche cosa. Ti devo darti questa lettera. Perché? Da parte di Ettore Salvi. Deve venire da Albertino. Da Albertino? La mafia. Was ist denn los, Rocco? Warum bist du noch nie umgezogen? Allora, adesso vai. Sì, vado. Ciao. Ciao. Ist hier irgendwas? Ja. Das ist wirklich gut, du. Sehr gut. Also, Carla, jetzt erzähle mal. Vico und Nino wollen heiraten? Na ja, später mal. Die haben doch Zeit. Ich habe mich anfangs dagegen gesperrt. Ich wollte nicht, dass der Junge sich gleich Ballast ans Bein bindet. Oh, so Ballast. Ja, ich weiß. Ich habe ja längst klein beigegeben. Du sag mal, Carlo, ist das nicht Rocco von der Tongas? Ja. Unsere Italiener essen alle hier. Na, das Mädchen? Und Jenny, Tochter von Texas Bill. Entschuldigen, Jenny. Sie werden schon warten. Ich will erst erledigen diese Sache. Das dauert nicht lange. Rocco Villani? Sì, quello da circo. Allora, Rocco? No, voglio. Lo devi fare, Rocco. È la legge. Una brutta giustizia, Ettore. Filippo! Da gibt's ja nichts mehr zu trinken bei euch. Mezzo litro? Einen Liter bringst du selbst auf den Tisch und das andere machen wir selbst. Kapitel? Du scheinst ja alle Hand vorzuhaben miteinander. Aber macht nichts, ich mach mit. Ja, dir helfen. Du kannst nicht verstehen. Die Mafia. Aber du darfst nicht wissen. Du darfst nicht reden. Versprich. Ich verspreche es. Massimo Guerra ist in London. Massimo Guerra, wer ist das? Er ist Sizilianer, wie ich. Vor 4 Jahren zurück an meinen Bruder getötet. Das ist er hier. Ein großer Mann mit Importhandel. Aber immer noch derselbe Bandit. Und du? Es verlangt die Mafia von mir, dass ich Massimo Guerra töte. Rocco. Aber ich werde es nicht tun, Jenny. Das Gesetz von Mafia ist schlechtes Gesetz. Buonasera, signore. Ecco la lista. Devo servire un aperitivo?
Sei sicuro che sia Rocco Villani? Sì, sono sicuro. È arrivato col circo. E chi c'è ancora? Ettore Salvo, Pietro e Marcello. Hanno parlato solo di te. Fai attenzione, Massimo. Rocco ha un'arma. Dovrebbe liquidarti. Liquidare me? E bravo. Venga pure, Rocco. Lo stringerò al mio cuore finché gli mancherà il respiro. Quanto tempo rimane il circo a Londra? 14 giorni, 3 settimane. Puoi procurarmi un biglietto per questa sera? Ja, mein Vater hat dann vor 2 Jahren dieses Haus gekauft und jedes Mal, wenn wir jetzt von einer Tournee zurückkommen, dann freuen wir uns natürlich alle auf Zuhause. Zuhause? Mein Zuhause ist das Flugzeug, das Auto. Der Zirkus? Vielleicht. Warum sagen Sie vielleicht, Maria? Der Zirkus kann doch auch ein Zuhause sein. Die ganze Atmosphäre, die Musik, die Menschen, die Luft. Dann diese Spannung jeden Abend vor dem Auftritt. Klappt es, klappt es nicht? Der Applaus? Hm? Für mich ist jeder Abend gleich. Maurice zaubert und ich gebe ihm die Requisite. Und manche Leute schauen auf Maurice und manche schauen auf mich. Und dann sie geben Applaus für Trick von Maurice und für mein Dekolleté. Maria! Maria, was ist denn? Wir haben Anwarte. Ja, ich komme. Wohl! Bringen Sie doch die Ponys wieder in den Stall. Ja, wieso? Der Stallmeister sagt, sie sollen arbeiten und jetzt ist Probe. Ja, aber doch nicht für euch. Jetzt sind die Artisten dran. Erst die Tongas und dann die Santos und dann die anderen. Das geht doch alles nach Plan. Also dieser Rustig bringt mir doch alle Probentermine durcheinander. Und nachher beschweren sich die Artisten immer, dass sie morgens nicht in die, Probemanege kommen. Was ist denn? Helga, kriegt denn heute Morgen kein Frühstück? Bitte? Mein Frühstück. Ich bestelle gerade für die Eisbären einen Zentner frische Heringe. Vielleicht sollte ich einen Pfund mehr. Ich bitte mir etwas mehr Respekt aus, Fräulein Kramer. Riechen Sie nichts? Nein. Ja, dann bitte, drehen Sie sich mal um. Ihr Glück. Ich wollte Sie gerade lassen. Hoffentlich ist er noch nicht kalt. Mais tu fais des tours, ils sont tout juste assez bons pour un siècle de province. Et moi, je dois remuer le popotin. Voilà mon travail. Encore un mot, hein, tu vas voir. Schöner Qualm in der Küche, was? Entschuldigung bitte, dass ich störe, aber... Ja. Ich habe gesagt, Entschuldigung bitte, dass ich störe, aber Jakobsen will auf Wiedersehen sagen. Du sollst bitte kommen. Ach, Jakobsen. Du, die höchste Zeit, dass du wieder nach Hause fliegst. Denn noch so einen Abend bei Albertino mit dir... Stehe ich nicht durch. Nun guck aber auch, was ich dir mitgebracht habe. 3 wunderschöne Fischchen. Die werden dich wieder aufrichten. Ich wusste gar nicht, dass du keinen Rotwein verträgst. Also ich jedenfalls habe dieses Lokal nicht vorgeschlagen. Sie haben also unseren armen Vater vernichtet. Na, mir schütteln. Also zuerst war er ganz manierlich, ne?
Dann hat er plötzlich angefangen, mir den geschraubten 2,5-fachen Vorwärtssaldo mit Pirouette zu erklären. Da ist er auf die Theknuff gesprungen. Warte, das ist doch nicht wahr. Und dann hat er noch von mir verlangt, ich soll den Wirt, der dort aussieht wie so ein leprakranker Schimpanse, ne, den soll ich als Nummergerl ins Showgeschäft bringen. Du lügst, du glaub ihm kein Wort. Du, Carlo, übrigens vergessen, du hast dem Taxichauffeur, der uns angefahren hat, 6 Freikarte für heute Abend versprochen. Großer Gott. War ja ein ganz schön teurer Abend. Wer hat denn eigentlich bezahlt? Ja, wer hat denn bezahlt? Geschenkt. Ich muss auf den Flugplatz. Also von Kogler und Ladi habe ich mich schon verabschiedet. Na? Ach, Sascha und Luna sind schon los? Ja, ist die Hexenzeit. Also Kinder, brecht euch der Hals, aber mit Gefühl. Ne? Und grüßt mir den Vico und die Nina noch schon. Machen wir. Wann sehen wir sie wieder? Ja, wann sehen wir mich wieder? Warte mal, in 3 Wochen seid ihr in Marseille. Mhm. Na, vielleicht klappt es auch schon. Ne? Ja. Tschüss, Luna. Tschüss. Alles Gute, Sascha. Tschüss. Mein Lieber, geh in dich, gell? Vergiss mal die 6 Freikarte nicht. Frankie Tanner. Hier ist der Kerl. Oh. Wenn ich wieder mal auf die Welt komme, dann kackst du ja bestimmt auch wieder aufs Trapez. Und dann wünsche ich mir so einen Agenten. So einen Freund. Also so wohnt die Königin. Ja, aber weißt du, was das Schwierigste für sie ist? Nein. Die langen Wege im Schloss. Um von einem Flügel zum anderen zu kommen, braucht die Königin zu Fuß fast 40 Minuten. Mhm. Aha. Ja, und darum benutzt sie jetzt immer Rollschuhe. Vigo, so spricht man nicht von Königin. Ja, glaubst du mir vielleicht nicht? Nee. Gehen wir doch einfach rein und fragen. Vielleicht hat sie gerade Sprechstunde. Da können wir sofort fragen, ob sie vielleicht Lust hat, heute Abend zu unserer Vorstellung zu gehen mit ihrem Mann. Aber nur auf Freikarten. Na klar. Du, aber sehen möchte sie ich schon gerne. Sie soll viel schöner sein als im Foto. Also gut, du sollst sie sehen und dann werde ich sagen... Gestatten, Majestät, dass ich vorstelle, Nina Wladimirovna Skarabinovna, der große weibliche Zirkusclown Nitschewo. Und das ist Vigo Doria, der berühmteste Flieger am Trapez. Ich glaube, wir haben keinen sehr großen Eindruck gemacht. Na sowas. Wollen doch mal sehen, was Prinzessin Margret sagt. Königliche Hoheit, guten Tag. Was glaubst du, wie viele Figuren sind hier? Moment. Bei Madame Tussaud stehen 352 Figuren. 12 Leute arbeiten ständig an neuen Figuren. Und es dauert 2 bis 3 Monate, bis eine Figur fertiggestellt ist. Danke, mein Herr. Aber bitte gern geschehen. Chaplin. Guck mal, die Beatles. Aber Vigo, da kommst du erst, wenn du den 4-fachen Salto machst. Also nie. Da kommt jemand, komm. Oh. This is Jack Brabham. Oh, yes, Jack Brabham indeed. Isn't he good looking? I wonder who this could be. I'm Vigo Doria. I think he's disgusting. I quite agree with you. Shocking. Das muss ein schlechter Müller sein, der niemals viel das anderen ein. Schlusskalk. Moment! Denkt an eure Aufgaben. Fleißig sein. Und dein Rechnen war nicht sehr berühmt heute, Pedro. Vicky,
üb schön die spanischen Wörter. Ja, und du, wenn du morgen wieder zu spät kommst, raus, dann gibt's was. Dir. Raus, 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 raus. Warum habt ihr euch eigentlich getrennt? Die Frage ist nicht richtig gestellt. Ich habe mich nicht von Olli getrennt. Sie ist mir davongelaufen, ganz schlicht und einfach davongelaufen. Ein anderer Mann? Das hätte ich ja noch verstanden, aber es war ganz einfach der Zirkus, der ihr auf die Nerven ging. Zirkus und sein Herr Direktor. Ich kann mich an Olli eigentlich gar nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß nur, dass sie wunderschön war. Ja, wunderschön. Sehr verwöhnt und unglaublich temperamentvoll. Du, bei uns sind manchmal die Fetzen geflogen, dass die Leute glaubten, das Chapiteau stürzt zusammen. Hat sie eigentlich wieder geheiratet? Ja, es sah einmal so aus, aber dann hat sie sich's wohl wieder überlegt. Gebranntes Kind. Na, nun treffen wir uns jeden Winter zur Kur. Irgendwo. Ich, weil ich auf meine Galle aufpassen muss und sie, weil sie ein paar Pfund abnehmen will. Ich. Gut ist nämlich etwas mollig geworden. Und ihr Temperament? Unverändert. Wie Ihre Abneigung gegen den Zirkus. Was ist, Jenny? Ich will ja nicht stören, aber... Na, schieß los. Es ist wegen der Wette. Vater ist jetzt soweit. Ich komme. Was glaubst du, Jenny? Habe ich Chance? Ich sag lieber nichts. Ich bin da abergläubisch. Was ist das eigentlich für eine Wette? Hexas übt seit Monaten im Bogenschießen. Er will das in seine Nummer aufnehmen. Ich habe ihm neulich mal zugeschaut, aber da muss er einen schlechten Tag gehabt haben. Ich habe ihn jedenfalls abgeraten. Ich habe ihm gesagt, er soll die Finger davon lassen. Aber da hat er mit mir gewettet um 200 Mark, dass er innerhalb von 5 Sekunden dreimal ins Schwarze treffen würde. Ich habe ihm 5 Tage zum Üben gegeben. Komm mal mit. 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, und jetzt als kleine Zugabe meinerseits 3 Meter macht 18. 18 ist nicht meine Glückssache, Herr Direktor. Also, dann mal los. Haben Sie die Uhr geholt? Alles da. Los, Texas, Sie sind dran. Schade um Ihre 200 Eier, Herr Direktor, aber Sie haben es ja so gewollt. Achtung, fertig, los! Und der letzte Schuss ging vorbei. Tut mir leid, Texas, aber die 200 Eier sind im Eimer. Das war nur der Seitenwind. Der hat das Luder abgetrieben. Entschuldige, Texas, dass ich mich einmische, aber das war nicht der Seitenwind. Ach nee. Was denn, wenn ich fragen darf? Ja, du hast leider im letzten Moment die Hand geschlossen und deswegen den Bogen verrissen. Ich will aber was sagen, Anni. Klugscheißen kannst du bei deinen Kindern. Aber mir erzählst du hier völlig nichts vom Bogenschießen. Ja, ich wollte ja nur... Ja, geschenkt, geschenkt. Ja, schon, Anni. Jetzt müssen wir uns aber mal sagen, woher wissen Sie eigentlich, dass er die Hand geschlossen und dabei den Bogen verrissen hat? Ja, bevor du wieder klugscheißt, beweise uns doch, dass du das besser kannst. Ja, hat er recht. Ja, jetzt komm, und wenn du die Latte ins Schwarze ballerst, kannst du meinetwegen auch den Herrn Direktor seine Mäuse kassieren. Pardon, Herr Direktor. Ich weiß natürlich nicht, ob Sie sich auf das Risiko einlassen können. Glaube ich, ich kann das los, Anni. Toi, toi, ja. Bravo! Das ist ja großartig. Sagen Sie mal, woher können Sie da? Ist das Ihr Hobby oder was? Ja, das war mal mein Hobby. Haben Sie nicht gewusst, dass ich 4-mal österreichische Jugendmeisterin im Bogenschießen war? Keine Ahnung, jetzt sind aber Ihre 200 Eier. Sascha! Sascha, bitte komm her. Ich will dir etwas sagen, Sascha. Ich bin nicht blind, ich sehe sehr gut und es passt mir nicht, wie du diese Maria hinterherläufst. Bilde mal bloß nicht ein, es war reiner Zufall, dass ich da neben Maria gestanden habe. Was du machst, ist schlimm genug. Musst du nicht auch noch lügen? Oh.
now, ladies and gentlemen, the sensational jump of death. Francis Doria, we ask for complete silence. Schau, da musst du Teig machen von Milch, Mehl, Eier, Rosinen und Quark. Aber wie und viel dann, von allem? Ja, ein Eier, Viertelmilch und ein bisschen Mehl und ein bisschen Quark, das wirst du sehen. Und dann quirlen das diese kleine Klümpchen, meinst du? Klümpchen, ja. Nicht Gips und dann in den Ofen. Und dann, wenn das fertig wird, wie lange muss ich das in den Ofen drin lassen? Ja, das wirst du sehen, ist, dass das kommt ein bisschen hoch, ne? Und dann ist das schon fertig. Und wenn das fertig ist an dem Tisch, dann tust du ein bisschen süße Sahne. Und das schmeckt wunderschön. Das musst du ab und zu mal machen. Ich will zuerst mal probieren, das ist so kompliziert. Also mein Vater, der will ja nichts Feines. Da kriegt man nur was so Ordinäres, so Spiegeleier und Bratkartoffeln. Ja, sicher. Dann nimm das mal nicht. Solange ich im Restaurant esse. Ladies and gentlemen, here comes Helmut, and then you will see the Tonga. Carla, du musst mal mit Kogler sprechen. Ich finde, wir sollten wieder die letzte Nummer vor der Pause sein. Weißt du, dieses nervöse Gefummel mit dem Netz macht unseren ganzen Abgang kaputt. Außerdem auch den Auftritt der Tongas. Ist ja schon alles wieder in Ordnung. Kogler musste doch umstellen. Hafner war da mit seinem Tiger noch nicht so weit. So. Morgen läuft alles wieder normal. So, dann zieh dich an. Danke. Hast du meine Hose? Hast du mein Hemd nicht gesehen? Bin ich dein Kindermädchen, oder? Ach, was ist diese Enge hier? Eins sage ich dir, ich kaufe mir so schnell wie möglich einen eigenen Wagen. Bitte, das ist großartig. Dann kann ich mich hier bei mir mal wieder ein bisschen breit machen, nicht? Geht der noch aus? Oder? Nein, heute nicht. Nina hat gekocht. Ach du Jungs. Vielleicht gehen wir morgen Vormittag ein bisschen in die Stadt. Ja, viel haben wir von London wirklich noch nicht gesehen. Außer der Königin natürlich. Was? Ja, aber die war aus Wachs. Aus Wachs? Rocco! Rocco Villani, vieni qui. Rocco, e non mi conosci più. Massimo Guerra. E benvenuto a Londra. Hai visto il spettacolo? Ma non mi sembri molto contento di vedermi. Ah, lo so. I Guerra e i Villani non se la intendono molto bene. Ma dimentica, Rocco, anch'io ho dimenticato. Also wissen Sie, Gloria, wenn ich Ihnen so sehe, bin ich immer ganz futsch. Ein neues Kleidbild, das ist alles. Ja, das sehe ich. Aber nee, wirklich. Für mich sind Sie die Schönste vom ganzen Zirkus. Danke. Das sagen Sie mal dem Chef. Vielleicht kriege ich dann mehr Gage. Aber Gloria, für Sie tue ich doch alles. Wirklich? Ja. Da kommt er.
Herr Direktor. Ah, Texas. Hallo, Gloria. Donnerwetter. Prachtvoll siehst du aus. Sei mal hier. Neu? Mhm. Premiere. Hier in London gekauft? Nein, in Paris. Genau. Sag mal, was machst du heute Abend nach der Vorstellung? Stallwache, Pferde füttern, Sattelzeug putzen. Bevor du weiter schwindelst, sag mal, willst du nicht ausnahmsweise wieder mit mir mal essen gehen abends? Kannst du dir das überhaupt leisten nach deiner Pleite heute Nachmittag? Wieso? Na, Annie Moore. Ah ja, das hat mich tief getroffen. Also was ist, ja oder nein? Gern. Gut, bis nachher. Siehste, Direktor müsste man sein, dann hätte man Chancen. Was gibt's denn bei uns heute Abend zu essen? Bratkartoffeln und Sülze. Oh, dufte. Hallo, Marco. Du im Zirkus ist? Massimo Guerra. Wir haben eben gesprochen, wie alte Freunde sind. Alles okay. Nach Vorstellung, er wird mich abholen. Wir machen Versöhnung, weißt du? Bisschen trinken und dumme Geschichten vergessen. Vergessen? Auf einmal? Tja. Eccoci arrivati. Questa è la mia proprietà. Ecco. Questo è il mio magazzino. Beh, non ha l'aria molto invitante, vero? Vieni, vieni, vieni. Passa. E tu sei il padrone di tutto questo, Massimo? Eh sì. Chissà quanta gente lavora qua, eh? 72 persone. 72? Quanto tempo hai impiegato per fare questo? 5 anni. 5 anni? Dal nulla. Allora sei un uomo ricco, Massimo. È vero. Mani in alto, Rocco. Ho detto mani in alto e faccia al muro. E muoviti. Dammi la pistola. Dov'è la tua pistola? Perché credi che già via una pistola? È inutile che scappi. Tanto ti piglio lo stesso. Che fai? Vieni qui. Non vuoi? Rocco, ma cosa fai? Come
Heiko, du schickst heute? Ja, wir gehen noch etwas in die Stadt, Herr Direktor. Na dann, viel Spaß. Danke. Strano byť v kurotnom gorode nevsienom. Slavno by posle karnavala, kakda na rasviete na opuščeno... Ja. Ah, Vico, ich wusste nicht, dass es schon so spät ist. Aber ich bin fertig. Fertig? Das glaube ich nicht. Doch. Na, Vladi, wie geht's dir heute? So, gut, sehr gut. Nienetschka, wo geht ihr hin? Ich weiß nicht. Wo gehen wir heute, Vico? Ja, also ich dachte... Naja, also ganz genau weiß ich das selbst nicht. Ist doch auch egal. Alles, was dir Spaß macht. Aber nicht die Königin. Die ist so kalt und steif. Ja, gut. Gehen wir woanders hin. Gehen wir zu den Raben. Raben? Ja, am Tower. Die sind so groß. So? Naja, außerdem sind da die Kronjuwelen zu sehen. Und der Block, wo die alten Adeligen früher geköpft worden sind. Aha, dann bleib ich lieber hier. Nein, Mischka, du gehst. Du musst mir großen Gefallen tun. Musst du fragen nach Baker Street. Baker Street? Baker Street, ja, ganz in der Nähe vom Piccadilly Circus. Dort ist kleine Tabakgeschäft, dort haben sie echte russische Papiroski. Riesige Zeug, man kann überhaupt nicht rauchen. Wie ich hier engagiert war bei Williams, ich habe immer nach Besitzer gefragt. Der kennt mich, ganz bestimmt, wenn er noch lebt. Aber Papa, du darfst nicht rauchen. Vigo, ich flehe dich an, bitte erkläre meiner werten Tochter, das krankes Herz braucht Freude und Papiroski macht meinem Herzen Freude. Und? Du musst jetzt ein bisschen schlafen, dann kommt Helmut, kannst du mit ihm Schach spielen? Ja, und ich werde wieder verlieren? Bestimmt nicht. Nein? Nein. Kann ich noch jetzt was für dich tun? Ja. Papiroski nicht vergessen. Das ist Anja. Nein, warum brauchst du was? Ich habe kein Waschpulver mehr. Kann ich dir geben. Na, und du? Danke. Sascha, steh jetzt auf, bitte. Ich möchte hier aufräumen. Soll das so mit uns weitergehen? Ich finde, du solltest wenigstens auf die Kinder Rücksicht nehmen. Tue ich das nicht? Also. Ja. Sag mal, stimmt bei denen was nicht? Merkst du das erst jetzt? Was denn? Ernsthafter, richtiger Krach? Leider kein Krach. Wenn sie sich wenigstens mal richtig anbrüllen würden, das schafft immer Luft, aber... So, was denn? Der Grund? Lieber Gott, Gründe gibt's immer in einer Ehe. Und wenn man schon monatelang auf so engem Raum zusammenhockt... Das ist doch Quatsch. Ich habe mit eurer Mutter 14 Jahre im Wohnwagen gelebt und wir waren sehr glücklich und nie haben... Doch, einmal, da ist die Mutter auch, ist sie mit der Trapezstange auf mich los. Das war in Stockholm, war das im Kolosseum. In unserem Programm war eine Polin, Lydia Petrova, eine kroatische Tänzerin, zauberhafte Frau. Wirklich. Die Mutter hat angenommen, ich habe was mit ihr, hat aber nichts. Leider. Ja. Und die Beule von der Trapezstange habe ich ganz umsonst gekriegt. Angenommen, du hättest sie verdient, hätte das was geändert? Wirklich. Na, dann sollte man Luna vielleicht den Tipp mit der Trapezstange geben.
Du, die sehen wirklich wie kleine Adler. Ja, denkst du vielleicht, ich übertreibe? Jeder Mann übertreibt. Also? Manchmal. Aber wenn du schon so klug bist, kannst du mir sagen, wozu man heute Raben braucht? Oder wozu früher gebraucht? Naja, Raben hat's im Tower schon immer gegeben. Nur dann ist es Aberglaube geworden. Und heute sagt man, wenn die Raben den Tower verlassen, stürzt er ein. Und seitdem hält man 6 und die bekommen vom britischen Staatshaushalt eine wöchentliche Fleischzuteilung von... Und das ist eine sehr lange Geschichte. Ja, und... Ja. Ich hab Angst, bevor du fertig bist, dass die Geschäfte schließen. Und weißt du, was wir zu dem Vati versprochen haben? Die Papierosse zu kaufen. Ja, schön macht ihr das hier. Fleißig. Aber guck mal, hier unten. Guck mal hier. Siehst du das? Da unten ist er. Wo denn? Ah, ganz unten. Komm, helf uns doch, Helmut. Furchtbar gerne, aber leider, ich bin da abhängig. Vladi, wie wär's mit einer Party Schach? Anima ius et anime omnem fidium defunctorum, per misericordiam Dei requescant in pace. Amen. Ja, mein lieber Vladi, ich habe mir lange überlegt, was ich dir als letztes Wort zurufen sollte. Und da habe ich mich daran erinnert, was du mir einmal vor vielen langen Jahren gesagt hast. Einen guten Clown erkennt man daran, dass bei seinem Abgang die Leute weinen vor Lachen. Nun bist du abgegangen, Vladi, und uns allen hier ist zum Weinen zumut. Denn du warst ein guter Clown, ein herrlicher Clown und ein wunderbarer Mensch. Und der Clown Nietzschewo wird weiter leben in seiner Tochter Nina. Und wir alle wollen versuchen, ihr das zu ersetzen, was sie verloren hat, den Vater. Wir nehmen nun Abschied von dir, Vladi, und erfüllen dir gleichzeitig deine letzte Bitte, indem wir die Musik spielen, mit der du als Clown durch die ganze Welt gegangen bist. Leb wohl, Vladi, in dem großen Zirkus unter dem ewigen Chapiteau sehen wir uns hier alle wieder. Rocco Villani here. Yeah, that's me. Step outside for me, will you? Herein. Good evening. Good evening, sir. I'd like to have a word with Mr. Kogler, please. What is the name, please? Barnett. It's quite urgent. Take a seat, please. Thank you. Just a moment. Herr Kogler, da ist ein Mr. Barnett, der möchte Sie dringend sprechen. Presse? Glaube ich nicht. Na dann aber schnell, ich muss doch gleich rüber. Ich rufe zurück. Mr. Barnett, please. Mr. Kogler? Ja? Superintendent Barnett, Scotland Yard. How do you do? How do you do? Bitte, Mr. Barnett, was kann ich für Sie tun? Nein, bitte, bleiben Sie Helga. Ich bin im Englischen nicht so sattelfest. Na, das ist nicht nötig, ich spreche Deutsch ein bisschen. Ach so, na, dann ist erledigt. Gut, danke. Also, was ist?
Wow. Das ist eine unangenehme Sache, Mr. Kogler. Ich bin ein alter Freund von Circus. Ich habe Ihre Show dreimal gesehen. Congratulations, Sie haben wunderbare Artisten. Wunderbar. Danke, danke. Aber ich habe soeben einen von Ihren Artisten verhaftet. Verhaftet? Wen denn? Rocco Villane von den Tongas. Rocco? Was hat er denn getan? Mafia. Er hat jemand umgebracht. Wissen Sie, Mr. Kogler, wir haben einige Sizilianer hier in London, nicht so viele, einige Tausend, aber sie geben uns viel Arbeit in Scotland. Ja, mit ihrer, was sie nennen, Settling of Old Accounts. Oh, das ist Rache, Familienzwist. Ach so, so. Ja, 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 ich verstehe, ich verstehe. Ja, aber Rocco, ein Mörder? Nein, es wird wahrscheinlich sein Totschlag oder vielleicht sogar Self-Defense, Notwehr. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, ich verstehe. Mr. Kogler, ich bin schon einige Jahre in diesem Beruf. Ich habe viel gesehen, viel erlebt. Ja, wird man hart. Aber bei Zirkusleuten bin ich immer ein bisschen schwach. So, I'm sorry, aber ich muss Ihre Show kaputt machen. Very sorry indeed. Ja. Mr. Barnett, die Tongas treten in 10 Minuten auf. Ich habe ein volles Haus. Können Sie ihn mir nicht noch eine Weile da lassen? Sagen wir eine halbe Stunde. Rocco ist eben verhaftet worden. Die Tongas fallen aus. Gott, was ist denn passiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt was vor. Ja, ist gut. Mach mal Platz, Mädels. Jenny! Jenny, Beeilung! Wir sind vorgezogen. Die Bullen haben Rocco verhaftet. Was ist los? Was ist so lange gekommen? Sie garantieren für ihn. Aber vollkommen. Ich kann mich doch auf Rocco verlassen. All right. All right, I wait. Aber, Mr. Kogler, Sie müssen verstehen, dass ich gewisse Sicherheitsmaßnahmen treffen muss. Aber das ist doch selbstverständlich. Dann darf ich bitten. Gut. Danke. Die Tongas kommen doch, sagen Sie Bescheid. We'll be waiting. And now, ladies and gentlemen, the Tongas!